Heute hat es ein neues Update zu Conan Exiles gegeben. Es war ein kleineres Update, kann man sagen, aber es bringt schon ein paar interessante Dinge mit. Das erste und wichtigste vielleicht vorab, wir haben wieder ein kleines Update, das heißt, wir haben kein neues Zeitalter. Die Entwickler haben gesagt, dass sie mit der Qualität, der Quantität und der Art des Inhalts, den sie in den letzten Monaten geliefert haben, so nicht zufrieden waren und dass sie einfach mehr Zeit benötigen, um guten Content zu bringen oder auch wichtige Bugfixes zu machen. Und deswegen wird es jetzt alle 6 Monate ein großes Update geben. Allerdings gibt es ihnen die Möglichkeit, in kleineren Updates zwischendurch Dinge zu veröffentlichen, die es einfach nicht in die großen Updates geschafft haben. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Also ich glaube, das Fokussieren darauf, Dinge zu reparieren und dafür aber vielleicht zwischendurch immer mal witzigen kleinen neuen Content zu bringen, ist, denke ich, eine gute Sache. Zum kommenden Zeitalter, von dem sie noch nicht genau wissen, wann dieses Zeitalter beginnen wird, haben sie aber gesagt, dass sie Ende August weitere Details dazu mit uns teilen wollen. Bis dahin sind, ihr habt es vielleicht im Hintergrund schon entdeckt, die kitanischen Händler zurück. Wie genau das funktioniert mit den kitanischen Händlern, das werden wir uns in einem extra Video in den nächsten Tagen hier nochmal angucken. Wenn dich das interessiert und du es noch nicht getan hast, dann lass doch ein Abo da, dann verpasst du diesen Content ganz sicher nicht. Ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt, der tatsächlich auch von vielen immer wieder gewünscht und wonach gefragt wurde, ist, dass unsere Thralls, die uns begleiten, jetzt nicht mehr sofort sterben, sondern erstmal down sind, langsam verbluten und wir dann noch die Chance haben, sie während sie verbluten zu retten. Und das ist etwas, was sich wirklich, wirklich viele gewünscht haben. Man investiert so viel Zeit in zum Beispiel eine Dalincia hier oder in einen anderen guten Kämpfer und wenn dann dieser Begleiter plötzlich gestorben ist und wir können ihn nicht zurückholen, das ist dann wirklich sehr, sehr ärgerlich. Also, es gibt jetzt diese Funktion, Down but not out. Das Ganze ist begrenzt auf 3-mal. Wenn jemand 3-mal getötet wurde und beim 4. Mal wieder stirbt, dann ist er tatsächlich weg. Es gibt eben jetzt diese Möglichkeit, die NPCs wiederzubeleben. Und auch das werden wir uns ganz in Ruhe angucken und testen. Ein wichtiger Punkt, der Battle Pass. Der Battle Pass wird im nächsten Zeitalter entfallen, weil sie dadurch, wenn sie eben diesen Battle Pass nicht kreieren, auch wiederum viel Zeit einsparen, die sie sinnvoll investieren können. Der aktuell bestehende Battle Pass läuft auf jeden Fall weiter bis Ende dieses aktuellen Zeitalters. Im nächsten Zeitalter wird es keinen Battle Pass geben. Ich glaube, da sind viele gar nicht böse drum, wenn der Battle Pass wegfällt. Dafür soll es viele spannende neue Dinge im Bazaar geben. Ich habe jetzt nur gelesen erstmal, dass es zum Beispiel neue Bausets offensichtlich auch geben wird. Das werden wir uns natürlich auch angucken, wenn es dann tatsächlich kommt und wenn wir die Möglichkeit haben, diese Dinge ja uns in Ruhe anzugucken. Ich glaube, zu fokussieren, zu sagen, den Battle Pass machen wir nicht mehr, aber dafür die Leute entscheiden zu lassen, welche Rüstungen, Waffen, Designelemente oder Bausets sie kaufen wollen oder ob sie überhaupt etwas kaufen wollen hier im Bazaar, das halte ich persönlich für eine gute Entscheidung. Was denkt ihr denn dazu? Als einzigen Hicks, wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir in diesem Patch nur, dass das Splitting in Kisten nicht gut funktioniert hat oder nicht richtig funktioniert hat und dass das repariert wurde und dass jetzt, wenn man eine Kiste öffnet, immer auch sofort Informationen zu den einzelnen Elementen, auf die man zeigt, angezeigt werden. Ja, das war's schon zu dem neuen Update. Wie gesagt, die Details werden wir uns dann angucken in Ruhe. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao!